Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hier auf der Campaign auf France. Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir fahren jetzt direkt mit der Ballenpresse runter zu Feld 17, denn da können wir uns versuchen, mal die bisschen Stroh zu pressen von der Mission. Ich meine, nur noch das, was funktionieren müsste. Wir haben noch Heu drin. Dann haben wir halt einen Heuball mehr, ist jetzt auch nicht so schlimm. Können wir dementsprechend auch gut verkaufen. Das ist nicht das Thema. Das werden wir wohl schaffen. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir hier dementsprechend viel zusammenkriegen. Ja, können wir aufsammeln. Perfekt. Optimal, Leute. Sehr schön. Wie können wir das noch verkaufen? Dann sollte es passen. Sehr schön. Okay. Komm schon. Perfekt. Ja, wir haben jetzt nur das Problem, dass der Wagen belegt ist mit Weizen. Wir müssen gucken, dass wir dementsprechend den Weizen dann verkaufen und dann erst die Ballen holen. Ich hoffe, das funktioniert. Müsste aber eigentlich. Müsste eigentlich passen. Werden wir dann sehen. Ansonsten geht's nicht, das ist das. Weil wir den Wagen jetzt mit Weizen belegt haben und da können wir dann dementsprechend jetzt keine Beine mit transportieren. Das wird nicht funktionieren. Nicht wirklich, ne? So, fast wieder voll. Wahnsinn. Er kommt doch eine ganze Menge zusammen. Auch wenn es relativ klein ist, das Feld. Aber ich muss sagen, es kommt doch eine ganze Menge zusammen. Ich bin echt überrascht. Ich bin wirklich ziemlich überrascht, Leute. Aber sowas.
So, okay, einmal abladen. Und weiter geht's. Nächste Spur hier. Mal drehen. Busch, geh weg. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch einen Ball zusammenkriegen. Wir versuchen es, aber könnte passen. Könnte passen. Ich meine, wir hätten jetzt einen Ladewagen nehmen können. Wäre auch gegangen. Können wir für den Rest den Ladewagen nehmen? Können wir machen. Holen wir jetzt noch den Ladewagen, sammeln die Reste auf, verkaufen die noch. Hätte ich auch direkt machen können eigentlich, ne? Hätte ich eigentlich auch direkt machen können. Fällt mir jetzt das ein, dass wir den Ladewagen noch haben. Glaube ich zumindest. So, einmal hier rechts rein. Okay, Ladewagen mitnehmen. Damit sammeln wir den Rest auf. Sollte hier noch. Können wir das nämlich auch noch verkaufen. Haben nämlich die Beinpresse leer. Ist gar nicht mal so verkehrt. Ist gar nicht mal so verkehrt. Bei 26 Liter Stroh sind 26 Liter Stroh, das ist auch schon einiges. Klar, macht nicht viel Geld aus, aber es läppert sich. Läppert sich auf jeden Fall.
Geben wir noch das Stück mit und da vorne noch, dann und dann machen wir uns auf zum Verkauf. Dann können wir das Stroh weggeben. Kriegen dafür schon mal ein paar Euro. So, okay. Jetzt haben wir hier links rum. Sieht gut aus. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir dafür kriegen, aber immerhin etwas, ne? Das sind 1656 Liter. Leute. So, einmal hier reinfahren. Einmal abladen, sehr schön. Na, immerhin 105 Euro. Ich weiß, es ist nicht viel, aber Geld ist Geld. Und 105 Euro sind immerhin besser als nichts. Damit fahren wir jetzt den Ladewagen einmal eben schnell zurück. Da oben fährt der Zug. Mega schön. Mega schön, Leute. So, erntereif? Nee, Sonnenblumen sind noch nicht erntereif, okay. Unsere eigenen Felder dauern wohl noch ein bisschen, bis sie erntereif sind. Ich freue mich schon auf die Ernte, definitiv. Gucken wir, wie viele Sonnenblumen das sind. Es ist einiges. Für die kleine Maple ist das schon einiges. Wirklich. So, Ladewagen abgestellt. Machen wir jetzt den Kipper wieder. Dann gucken wir jetzt mal,
wo wir dementsprechend den Weizen abkippen müssen. Okay, wird hier sein, ne? Corporation Agricole, genau. Okay, dann machen wir das in der nächsten Folge. Dann wissen wir zumindest schon mal, wo wir den Weizen abladen müssen. Ansonsten, wie sehen unsere Felder aus? Aktuell nichts. Erntereif, 6 Diebeln kurz vor der Erntereife, 3 vor der Erntereife. Das ist nicht schlecht. Das heißt, wir haben bald wieder viel zu tun bei unseren Feldern. Und ja, müssen wir gucken, wie wir dann vorankommen. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Morgen geht's weiter, 20 Uhr, neue Folge Campaign of France hier auf meinem Kanal. Und bald haben wir die 500 Folgen voll, Leute. Ne? Freue ich mich schon mega drauf. In dem Sinne, bis dahin, Servus und Tschüss.